Hallo ihr Lieben, zurück zur neuen Folge von The Sims 4. An diesem vierten Advent und ja, gut. Jetzt habe ich eine Familie erstellt. Einmal die Mary Louise. Einmal Dancer. Ja, gut. Nicht einfallsreich, aber es ist okay. Den habe ich ein Geweih verpasst. Ich hatte versucht, mir ein Rentier runterzuladen. Dass ich auch wirklich das Rentier machen kann. Aber es hat nicht funktioniert. Irgendwie kriege ich das nicht viel rein. Deswegen muss es erstmal so gehen mit so einem Geweih. Ich werde die Familie auf jeden Fall auch noch in die Galerie stellen. Meine Original, die habt ihr ja. Also steht zumindest in der Videobeschreibung. Und den beiden werde ich jetzt erstmal ein Haus bauen. In der Folge. Und das wird unsere Familie dann über die Weihnachtstage. Hier hatte ich einen neuen Spielstand gemacht und hier Winter eingestellt. Und ich muss jetzt, ich weiß, ich schiete nicht gerne Geld. Aber es geht nicht anders, wenn ich ein schönes Haus bauen will. Und das ist ja nicht unsere reguläre Familie, dann ist es wahrscheinlich nicht ganz so schlimm. Hier spielen wir ja nicht nach Weihnachten mehr. Das ist nur unsere Weihnachtsfamilie. Wo wir das weihnachtliche Haus dekorieren und ja. Da werden wir dann über die Weihnachtstage verbringen. Deswegen bauen wir heute mal an diesem wunderschönen Sonntag das Häuschen der beiden. Ich weiß es gar nicht, wie viel Geld ich mir schieben muss, dass ich alles bauen kann, weil ich will es auch ganz weihnachtlich einrichten. Auch mit draußen bis. Aber gut. Ich schieben jetzt so ein paar Mal. Sonst mache ich es nicht gerne, weil im wirklichen Leben kann man sich auch kein Geld erschieben. Wo es manchmal vielleicht ein Träumchen wäre. Man könnte es einfach so leicht bekommen. Einmal noch. So, und jetzt hoffe ich mal, dass das erstmal reicht. Kann ich ja immer noch mal nachmachen. So, machen wir erstmal das Gitternetz weg. Das Gitternetz macht man übrigens mit G auf der Tastatur weg. Ich finde immer, man kann so besser bauen. So. Muss ich mal kurz gucken. Ich wollte eigentlich erst mit diesem Geländer-Tool. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, ich komme damit nicht ganz so klar, bestimmt. Deswegen weiß ich, ob ich es lassen soll. Erstmal so lieber ein kleines Häuschen bauen soll. Hier hinten so, vielleicht ganz vorne, sondern hier hinten. Wir sollten vielleicht erstmal den Zaun ziehen. Dann wissen wir schon mal, wo wir bauen können, wenn schon mal ein ganzer Zaun steht. Warte, welchen nehmen wir denn da mal? Wollte ich ganz so einen hohen. Ich kann auch diesen Mauerzaun. Wo ist denn der? Diesen hier. Ja, es gibt auch diesen schönen Weihnachtsbriefkasten. Den werde ich dann auch hinstellen. Machen wir erstmal so einen Zaun ringsrum. Okay. Okay. Da. Zack. Und nochmal zack. Genau. So. Steht der schon mal. Gibt es dafür auch eine passende Pforte? Da muss ich mal ganz kurz gucken. Aber ich meine schon, dass es die gibt, oder? Oder nicht? Sieht nicht so aus. Aber die hier wird vielleicht auch noch gehen. Okay. Kein Problem. Wir müssten ein Stückchen vielleicht so reinbauen. Warte mal. So, wie ich das meine. So. Gut. Ja, so ungefähr. Hier noch offen. So, ungefähr. Mal kurz gucken, ob das in der Breite jetzt reicht. Wie reicht das? So, in etwa. Den Briefkasten mache ich mal weg. Aber ich stelle gleich einen neuen hin. Den vergesse ich immer ganz gerne. Weil es gibt doch diese Weihnachtsbriefkästen, die mit Jahreszeiten damals dazu kamen. Also die man in verschiedenen Farben nehmen kann. Auch schlicht, aber
So mit Weihnachtsmotiv. So der hier. So, jetzt gucken wir mal. Dann müssen wir hier mal kurz reinwandern. Will ich von der Seite auch sehen? Ja, der würde gehen. Ja. Okay, das ist mehr so Frühling. Dann nehmen wir den hier. Der passt. Stellen wir ihn gleich mal hier hin. So, weil den vergesse ich immer ganz gerne. Stelle ich den mal als erstes auf. So. Jetzt fangen wir an, das Haus zu bauen. Ich weiß, meine Häuser werden bestimmt wieder gleich aussehen. Da bin ich immer ganz gut drin, ne? In Häuser bauen. Aber ich muss aufpassen, dass ich nicht so groß baue. Ich bin auch immer so ein Fan von Großbauen. Muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich nicht ganz so groß baue. Weil ich finde immer, kleine Häuser haben ja das gewisse Etwas. Finde ich. Ah, gut. Sag doch. Wird wieder gleich aussehen. Immer so viereckige Kasten. Aber so ein viereckiger Kasten wird es mal. Aber ich will gerade überlegen, ob ich es auch anders noch hinkriege. Immer. Da bin ich gerade noch am überlegen. Können wir noch mal kurz weg? So. Hier noch mal ein bisschen länger. Vielleicht so, dann ist es nicht ganz so viereckig. Sollen wir aber vielleicht einen Ticken vergrößern? Auch Platz für den Weihnachtsschmuck sein. So, und machen es auch als Fundament. Ja. Ah, ist ein bisschen zu hoch, ne? So. Ich bin gerade am Tüfteln hier. Ob ich den... Muss ich den Zaun innen drin wegmachen? So, dann sieht er ein bisschen... Wir müssen, könnten das ein bisschen, das so ein bisschen legal aussieht. Da lege ich immer sehr viel Wert drauf, wenn ich ehrlich bin. So. Ich wollte mit Jahreszeiten arbeiten und mit Wein, mit diesen Festtags, weil das dann dazu ein bisschen passt. Ich werde die Familie natürlich auch noch in die Galerie stellen. Das Haus fertig ist. Das so. Ja, ich finde schon, ne? Kann man so machen. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie lebe ich immer diese Marmorböden. So aussehen wie ein bisschen, ja. Weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Aber gut. Gucken wir erstmal hier. Du musst erst das Fundament einfärben. Soll ja auch noch ein zweiter Stock hin.
Mal gucken, ob ich das so hinkrieg. Jetzt so ein Säunchen da oben. Wir sind hier gerade ja in Windenburg. Ihr könnt es auch außen im Fachwerk halten. Haltet ihr davon? Ja? Der Fachwerkmauern sind die. Der hier. Von außen. Dann passt es so ein bisschen den ganzen rein. So, wenn wir mal ganz kurz. Ich will überlegen, ob ich hier die Haustür hinmachen soll. Da hoch und hier gleich rein. Weil dann passt es so, wie ich das oben eigentlich vorhatte. So, gibt es denn auch da so ein passendes Gelände irgendwie? Bei Jahreszeiten dabei. Ja, das könnte passen. Warte mal, gibt es da nicht auch ein passendes Treppengeländer zu dem Zaun, der da eigentlich dran ist? Mal ganz kurz. Ja, es wird das hier. Ja, nehmen wir das da. So, dann bauen wir ganz kurz oben fertig. Dann steht nämlich schon mal das Grundgerüst. Das ist ja nicht so schlecht. So. Genau. Dann müssen wir gucken, dass es ein bisschen passend für oben findet von dem Fachwerk. Ah, das könnte man nehmen. Passt denn so ein bisschen. Brauchen wir auch gleich das Dach. Halt? Ja. Ich mag das so, wenn das so ein bisschen da oben ist. Oh. Halt. Die Kamera so komisch hier. Weil wir ganz oben sind. Mal gucken, was ich für eine Dachfarbe nehme. Wir noch so Dachfenster. Mal gucken, ob das reinpasst. So kleine runde Fenster müssen oben eigentlich auch reingehen, ne? Aber was ich nochmal kurz mache, ist diesen Move-Object-Stütz eingeben. Weil damit baue ich eigentlich gerne. Move-Object on. Genau. So. Nehmen wir ihn da mal. Da kann man schon so lassen in der Farbe. Boah, eigentlich schon, ne? So, und jetzt fehlt euch mal ganz kurz. Nach Jahreszeiten. Warte mal.
Wollte eigentlich in der niedrigsten Wandhöhe. Fällt mir mal irgendwie besser. Weiß ich nicht warum. Irgendwie ist es so die Standardhöhe. Die Tür finde ich schön. Sagen. Nehmen wir auch mal. Ein Fenster. Nehmen wir die hier. Passen wie ich auch ganz gut. Packen wir jetzt einfach mal ringsrum, wo es uns so passt und fällt. Muss ich nur gucken, wie es denn mit der Einteilung des Zimmers ist. Oben machen wir mal ganz kurz, so wie ich das geplant hatte. Oder hoffe, wie es aussieht, dann. Ich hoffe, dass ich es hinkriege. Meine. Weil hier soll theoretisch nur das Schlafzimmer hin. So. Haben wir hier mal so einen kleinen Raum für den Aufgang. Das hier hauen wir einfach mal raus. Da machen wir den Zaun. Einfach auch mal diesen Zaun. Genau. Dann ist das das Schlafzimmer. So ein bisschen eigentlich gemeint. Ich finde das immer so schön. So. Gut, dann fangen wir jetzt mit der Einteilung der Räume an. Da ist das Haus doch noch ein bisschen zu groß, ich weiß es nicht. Aber das hier ist mal der Eingang. Hier hinten könnte das Bad sein. Hier hinten Wohn- und Essbereich. Und hier die Küche. Aber das könnte ich so offen halten, weil ich das immer sehr schön finde, wenn da keine Wände zwischen sind. Ich mag das irgendwie. Ja, so könnte man es machen. Ich hoffe, dass es euch auch so gefällt. Ja, hier könnte man eigentlich Mauer. Machen wir ein bisschen so hin. So, machen wir das mal weg, weil es gibt nicht so viele. Wandfarben von Jahreszeiten. Hier kommt einfach mal das rein. Ja, das hier könnte ein Küchenbereich. Oder gibt es auch eine andere Farbe? Ja, es gibt auch ein bräunlich. Ein bisschen dunkel, ne? Dieser Farbe. Könnte man das hier nehmen?
Halt, da muss ich auch noch lang. Ja? Und hier. Ja, ich weiß, die ist jetzt runtergeladen, aber ich mag immer diese Wandfarbe. Ja, habe ich von The Sims Ressource. War ja auch nur eine Wand mit, die andere machen wir in Anstrich. Zum Weißen. Das soll auch ein bisschen, auch wenn es mit Fachwerk ist, modern innen drinne gehalten werden. So ein bisschen, ja, finde ich schön. Was wir als erstes hätten machen sollen, wäre mal Beleuchtung, ne? Dass wir mal was sehen können. Hier wird wahrscheinlich überall dieselbe Beleuchtung reinkommen, weil da waren welche bei, bei diesem kostenlosen Update. Und werden wir da wahrscheinlich nehmen. Fußböden, genau. Brauchen wir auch mal als allererstes. Meist überall Holz. Ich mag Holzböden. Das kommt mal im Flur. Das hier kommt im Küchenbereich. Aber dass du diesen kleinen Mini-Zaun rummachen können. Ich finde das immer, dass ein bisschen abgegrenzt ist. Immer diesen hier. Wenn wir aber an die Arbeit dabei. Halt, wir brauchen nochmal Fliesen fürs Badezimmer. Und Türen wäre auch eine gute Idee. Müssen wir auch gleich noch machen. Hier dieser Boden aber. Mal kurz gucken, anderer Farbe. Vielleicht in so einen etwas dunkleren Ton. So, dann mache ich jetzt erstmal Tür. Diese Tür und Torbogen. Bisschen groß. Vielleicht diesen hier. Dann filtern wir jetzt nochmal ganz kurz auf Feiertage. Aber wir hätten oben auch. Ja, gut. Nicht so schlimm. Diese Lampe hier. Die klatsche ich jetzt einfach mal überall rein. Weil die die Weihnachtsdeko oben hat. Aber die bringt nicht sehr viel Licht, ne? Fällt mir gerade so mal auf. Muss ich ein paar von rein verlatschern. Hier oben auch noch gar keine Fenster. Das muss ich schnell nachholen.
Ja. Der muss nur einer unten. Genau. Nee, warte, da muss noch eins. Ja, so. Im Schlafzimmer finde ich eigentlich ganz gut Teppichböden. Ganz ehrlich bin. Weil es da drauf schön weich ist. Ich mag diese Teppichböden, weil die wirklich wie echt aussehen. Sind jetzt runtergeladen. Das sieht schön aus. Bei den Wandfarben bin ich ganz ehrlich, tue ich mich immer sehr schwer. Weiß nicht warum. Kennt ihr so Glitzertapete? Ja, ach so, oben noch eine Tür. Genau, die zum Schlafzimmer führt. Klatschen wir auch die rein? Die Folge wird heute übrigens in zwei Teilen aufgeteilt, wahrscheinlich. Ich glaube, schaffe ich nicht in einen Teil. Kommt später noch der zweite Teil. Ich will jetzt aber überlegen, ob wir es mit dem Hof erst weitermachen. Ich möchte nämlich mal gucken, ob ich hier so Brunnen machen kann. Warte, dann muss ich das. Ja, es gibt wieder so eine Nachricht. So. Das finde ich eigentlich mal ganz schön. Muss ich mal so gestehen. Sag immer diese Brunnen. Irgendwie. Wow, sieht wirklich schön aus, oder? Was sagt ihr dazu? Wir machen jetzt erstmal draußen weiter. Ein Pool bräuchten wir nicht bauen, und wir spielen das ja hier im Winter, und da ist ein Pool ein bisschen fehl am Platz. Ich will doch nochmal dahin. Ich wollte ja auch ein bisschen Bäume und sowas. Das ist auch ein bisschen realistisch wirkt. Gut, die sind jetzt alle ohne Blüten, weil wir hier Winter haben gerade. Aber es macht ja nichts. Die wachsen ja auch irgendwann wieder. Nehmen wir hier jetzt mal.
Na gut, man kann die Blüten jetzt nicht sehen. Aber macht ja nichts, oder? Trotzdem tue ich ein bisschen ein paar Blümchen lang. Guck das jetzt rein. Nein. So, diese Dinger. Ja, nur so. Warte mal, ich bräuchte so große Büsche. Ich hatte mir so eine Beleuchtung für den Busch runtergeladen. Müssen wir gucken, ob dieser Busch hier dafür ausreicht. Leuchtung. Muss ich mal ganz kurz gucken, wo ich die habe. Hier. Der Busch ist zu groß. Reicht der? Kurz gucke. Der Busch ist zu klein, aber da kann man sich Abhilfe schaffen. Obwohl, den anderen hätte man ja auch, ja, kleiner machen können. Ist der zu groß? Gar nicht gut. Und wenn ich die jetzt kleiner mache. So klein ist er zu klein, ne? Welchen kann man dafür nehmen? Weiß ich gerade gar nicht. Versuchen es mal bei dem. Ja, guckt aber auch so ein bisschen. Und der? Ich baue hier Büsche und Büsche. Ey, guck mal, der geht. So einigermaßen. Da sieht man die Beleuchtung drin. Ja, dann machen wir das so. Du hast noch ein bisschen Boden hier auch draußen. So, wie färben wir den jetzt ein? Sehr schön. Sehr schön. Na gut, der ist auch runtergeladen. Er ist trotzdem irgendwie schön. Müssen wir kurz noch hier wandern. Dass wir wissen, was wir, wie weit wir müssen. Gut, dann geht's erstmal hier lang.
halt. Irgendwie gefällt mir der Boden. Lang? Das Fingerspitzengefühl hier, ey. Da muss man ganz schön aufpassen. Ganz ruhige Hand haben. Na gut, jetzt muss ich da hinter dem Zaun ein bisschen wegradieren. Das sieht sonst ein bisschen... nicht so gut aus. So. Ja. Und dann filter ich jetzt nochmal ganz kurz nach Jahreszeiten. Weil wir machen jetzt schon hier draußen vielleicht. Das Innere machen wir dann in der zweiten Folge. Hier draußen machen wir in dieser Folge noch. Jahreszeiten. Genau. Okay. Da gab es auch diese Rentiere. Muss ich dran denken, dass ich diese Dachbodenbox auch noch ausstelle. Wir könnten eigentlich auch eine Schlittschuhbahn ausstellen. Ich meine, groß genug ist dieses Grundstück. Wartet mal. Aber da wird die Rustikale eigentlich passen hierzu. Ich meine, groß genug wäre das Grundstück, ne? Ja. Die Weihnachtsbäume noch für drin. Für diese Rentiere. Stelle ich mir ein paar Mal auf. So. Gibt's das hier auch weihnachtlich? Ja, das. Ja. Könnte man nehmen. Aber wohin? Aber ich mag dieses. Könnte man auch hier hin? Ja, so eine Beleuchtung. Wo ist denn dieses Gegenstück davon? Hier. Gucken, dass ich es genau rankrieg. Könnte es vielleicht sogar noch einmal machen, ne? So ein kleiner Durchgang.
Ja, finde ich irgendwie schön. Ja. So. Hier, guck mal, so ein Schneemann. Könnte ein bisschen. Halt, verkleinern. Ich wollte ihn vergrößern. Vergrößern. Ist er so zu groß? Ja, der. Den auch nochmal in Blau. Ungefähr die gleiche Größe. Ja, so ungefähr. Ja, finde ich aber schön. Jetzt gehen wir nochmal nach Feiertage-Pack. Da gibt es ja auch noch was für draußen. Kriegen Leute hier für Nachrichten? Ich glaube das ja nicht. Hier hätte man den Weg lang machen können, ne? Da? Na? Ja, warum nicht? Entschuldigung. Ich hätte mal lieber im Offline-Modus gehen sollen. Dann würde ich die Nachricht nicht bekommen. Aber ich spiele immer lieber im Online-Modus, wegen auch der Galerie, darauf kann man dann nicht zugreifen und ja. Deswegen, ja. Ich lieber mit Internetverbindung. Tut mir leid. Ich hoffe, es stört dich sehr. Halt, nur ein bisschen ran. Dann werde ich das hier nochmal kurz da wegnehmen. Werde ich dann woanders gleich hinstellen. Aber es ist irgendwie eine tolle Idee, finde ich. Ich weiß nicht, ob euch es gefällt, könnt ihr mir gerne schreiben. Mal ein bisschen. Oh, das ist ganz schöne Fummelarbeit jetzt. Ach. Die aufzustellen. Immer diese Nachrichten. Naja, vielleicht gehe ich nicht so in den Off-Modus. Ja, wäre vielleicht besser. Das wäre vielleicht eine bessere Möglichkeit.
So. Eine noch. So reicht das, weil da fängt ja diese Beleuchtung an. Werden wir den doch einen Tick noch vergrößern? Den da hinstellen. Oder? Ja. Dann kommen diese Bäumchen. Das war's eigentlich schon für draußen. Ja, mehr ist eigentlich gar nicht, was wir draußen hinstellen können. Ja. Der Schneemann noch als Deko. Auch hier hinstellen, warte. Können wir auch da hinstellen. Ja. Das ist erstmal unser kleines, feines Häuschen. Das Grundgerüst. Ja, dann bauen wir heute Abend noch weiter. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und das wird dann unser Haus für Weihnachtstage. Wo denn die 2 Tage spielen. Ab Heiligabend, also ab morgen. Ist ja schon morgen. Bis dahin. Macht's gut. Bis nachher. Tschüss.